Und an der Stelle ein herzliches Willkommen zurück zu Planet Coaster. Ich war natürlich total falsch. Nicht die Übelkeit passt nicht, sondern der Spaß. Der Spaß ist viel zu niedrig und sie ist zu lang, zu kurz. Wir brauchen mindestens 900 Meter, 814 Hammer. Das heißt im Klartext, wir werden da hinten nochmal umbauen. Beziehungsweise werden wir uns mal die Heatmap mit Spaß anzeigen. Das heißt, wir werden da einfach nochmal runterfahren und wieder rauf. Da nochmal runter mit ein paar Schleifen und dann. Wobei die Schleifen machen es nicht aus, sondern da wirklich nur unten. Könnten noch ein Looping einbauen. Okay, wir bauen noch einen Looping ein. Da schauen wir, kriegen wir ein Looping rein? Er passt auf jeden Fall schon mal hin. Auch irgendwelche Spezialbauteile. Bei irgendwas, wo man. Auch weiterkommen. Wollen. Rollen. Wieder nur Kehrtwende. Bin da zu blöd für alles, oder? Schauen wir mal. So. Schauen wir mal, ob wir so den Spaß und vor allem auch die Länge raufkriegen. Uns jetzt halt ordentlich Geld. Aber lohnt sich auf jeden Fall dann. Genau. Einfach strikt mal schauen.
Dürfte der Spaß besser werden? Wie gesagt, wir testen das mal. Könnten wir sogar selber mitfahren, mal. Ein Vorteil, ja. Jawohl. Viel Spaß. Ja, das ist ein wenig langweilig, bis auf unten. Wir stehen ja fast. Ich glaube, ein wenig überschätzt. Wir müssen den Kettenlift beschleunigen, auf jeden Fall. Ja, mindestens doppelt so schnell. Dauert ja ewig. Mann, oh. Ja, klar ist das langweilig. Ja, das ist natürlich auch schon mal gut, ne? Ja, dürfte jetzt wesentlich besser sein als vorher. Aber der Kettenlift ist zu langsam. Kettenlift ist zu langsam. Gehen wir auf jeden Fall gleich mal auf 15. Jetzt müssen wir auch mal schauen, dass wir hier wesentlich besser werden. Kettenlift. Maximal können wir da 10 Sekunden warten. Mindestens 3. Einfahrgeschwindigkeit gehen wir auch mal auf 12 und abfahren nur auf jeden Fall mit 16. Testen. Ist das alles auch ein bisschen schneller, hoffe ich mal. Ja, wir hätten da gleich runtergehen sollen. Ich wollte unbedingt noch eine zweite draufsetzen. Jetzt im zweiten Kreis. Aber schauen wir mal. Geht ja schon ein bisschen schneller. Sieht schon mal gut aus. Gefällt mir.
Okay. Ja, die Achterbahn haben wir schon mal. Eröffne diese bitte. Wenn wir jetzt erstmal Minus einfahren, aber wir müssen die ganzen Fahrgeschäfte überholen. Das ist nur in Ordnung, aber dann machen wir auch gleich mal Wartung. Wir haben zu wenig Techniker. Brauchen mehr Techniker. Mehr Techniker haben wir. Drei Stück. Werden alle demnächst fortgebildet. Und dann läuft der Laden. Schauen wir mal, was daraus wird. Das Aufwendigere, die Achterbahn, haben wir ja bereits. Automatisch erneuern. Okay, wir brauchen mehr Besucher. Jetzt die Achterbahnen alle fertig gewartet sind. Die Löchner ist doch kein Problem. Kann man auf mit dem Preis. Wenn alles zu billig ist, ist kein Problem. Wir können erhöhen. Schauen wir mal, wie insgesamt alles wird. So langsam. Wir haben auch ein bisschen Müll. Der Hutladen ist vielleicht nicht ganz so gut platziert. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen, irgendwo dahin zu platzieren. Wir können leider kein Terraforming. Von der Seite her. Darauf leider verzichten. Brauchen wir monatlichen Profit. 3 Monate lang von mindestens $6.000. Schauen wir mal, bis wann wir das schaffen. Also was auf jeden Fall klar ist, wir können den Eintrittspreis mal erhöhen, glaube ich.
Können wir auf jeden Fall mal auf 6 raufgehen. Weil viel zu billig. Ihr so viel zahlen wollt. Wir müssen hier auf jeden Fall die Mindestwartezeit bei allen rausnehmen. Dass wir öfter fahren. Sozusagen dann. Mehr Durchsatz haben. Mehr Geld. April ist gestartet. 3. April. Müssen wir Zahl beobachten. Ja, da ist sehr viel Müll. Okay, müssen wir auf jeden Fall nachbessern. Wir schmeißen grundsätzlich erstmal alles irgendwo hin. Also wir brauchen auf jeden Fall eine Reinigungskraft auch mehr. Nicht nur da hinten erstmal so. Lass mal da durchwischen, weil da sieht's aus. Am ersten Arbeitstag gleich so viel. Kriegst eh gleich andere Lohneinstufungen. Bekommst du und kriegst auch die Fortbildung am 20. Genau, dann bist du einfach ein fähigerer Mitarbeiter für uns. Die kriegen auch die Gehaltserhöhung und die Fortbildung. Könnten wir bei dir auch durchziehen. Brauchen wir aber nicht, weil die Putzkräfte haben wir nicht auf Stufe 3 gebildet. Okay. Okay. Wieder so weit, schon mal alles gut aus. Das ist halt der monatliche Profit wieder, ne? Ist in dem Monat mehr oder weniger nichts. Parkverwaltung kostet ordentlich Geld. Marketing. Hat mit Sicherheit einen Haufen gekostet. Warteschlange ist ja voll, Warteschlange. Okay, müssen wir im Auge behalten. Ich würde mal sagen, wir... Ich mache jetzt, machen wir hier nochmal mit Fast Forward, bis wir die 6000 erreicht haben, weil wir müssen eigentlich nur noch warten. Also, bis gleich.
Und da sind wir wieder. An der Stelle haben wir es auch geschafft. Wir haben die Mission abgeschlossen. Ich habe dem Fast Forward gesehen auch schnell zwei Achterbahnen gebaut und den Rest etwas optimiert. Klartext nur die Preise nach oben geschraubt bei allem. Jetzt müsste mal wirklich wieder ein mehr auf die Gäste zugehen. Die Preise könnten wir ein wenig senken. Aber an der Stelle würde ich sagen, wir beenden erstmal den Part und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder im nächsten Kapitel. Bis dahin. Ciao.